Dieses Geräusch kennen die Landsberger. Mit durchschnittlich 82 Kubikmeter pro Sekunde strömt der Lech durch ihre Stadt. Doch womöglich müssen sie sich schon bald an ganz neue Töne gewöhnen. Also in unserer kleinen Stadt, nein, finde ich, das passt hier trotzdem nicht. Muss nicht sein. Landsberg ist so ein schönes, verträumtes kleines Städtchen. Und da ein Puff zwischendrin, ich weiß nicht. Muss nicht sein, glaube ich. Könnte aber passieren. Bislang gibt es kein Bordell in Landsberg. Grund ist diese Verordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 14. März 1989. Demnach ist es in Gemeinden bis zu 30.000 Einwohnern verboten, der Prostitution nachzugehen. Es gibt aber schon über 29.000 Landsberger und es werden täglich mehr. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis das Verbot fällt. Also ich finde, wenn die Einrichtung entsprechend ein wertschätzendes, sicheres Umfeld für die Frauen bietet, dann finde ich, warum nicht, ja? Es ist zumindest ein ehrlicherer Umgang mit dem Thema Sexualität, als es in dunklen Gassen zu praktizieren. Zwischen München, Augsburg und Kempten ist Landsberg bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte der käuflichen Lust. Aber wie lange noch? Über 500 Baudenkmäler zählt die mittelalterliche Altstadt. Müssen sich Anwohner und Touristen bald auf ganz neue Ansichten einstellen? Es wird ja mit einem Augenzwinkern auch in dem Stadtgebiet von Landsberg diskutiert. Ist natürlich auch ein bisschen ein Schmunzelthema. Aber man sollte sich der Sache auch mal ernsthaft annehmen und die Hintergründe betrachten. Und ich glaube nicht, dass der moralische Anspruch heute das Problem ist, Prostitution zu haben, sondern es ist eher die Begleiterscheinung, die Prostitution mit sich bringt. Also die Kriminalität, Mädchenhandel, Menschenhandel, Zuhälterei. Halbnackte Engel ja, leicht bekleidete Frauen nein. Der Bürgermeister will für eine höhere Grenze kämpfen, so wie Kaufbeuren und Memmingen. Die haben über 40.000 Einwohner, aber eine Ausnahmeregelung. Grundsätzlich haben die Landsberger kein Problem mit Erotik.